So, willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Sonatic Developer hier live auf YouTube. Okay, live eigentlich nicht. Ja. Wir haben XAMPP jetzt fertig installiert. Und es läuft natürlich auch alles. Jetzt kommen wir auf euren Computer, in euren Computer Name rein, also bei mir ist es ein Acer PC. Dann in XAMPP rein, htdocs, und löscht erstmal die ganze Scheiße raus, was hier drin liegt. So, jetzt ist der htdocs Ordner leer. Soweit. So gut, würde ich mal sagen. Jetzt tun wir hier die CMS rein. Und die sind bei unseren Downloads oder das CMS würde es genauer ausdrücken, weil es ist ja das Content Management System. So, das ist hier. Na, willst du nicht? Gott, da war sie schon los. So, jetzt haben wir das hier. So, wo ist es denn? Wo ist es? Da unten. So, die öffnen wir jetzt. Wo steht denn öffnen? Hier ist öffnen. Dann Programm aus der Liste auswählen. Und dann, wie gesagt, WinRAR, ne? Da unten. WinRAR auswählen, öffnen. What the? Jetzt. So, dann markiert ihr die ganze Kacke hier und zieht sie in euren htdocs-Ordner. Das dauert jetzt eine Weile, so lange beschäftigen wir uns mit was anderem. Und zwar geht ihr auf Localhost, da wird später euer Hotel drauf sein, hier auf eurem Localhost. Gebt ein slash XAMPP. Ah, XAMPP. So, jetzt will ich jetzt verarschen. XAMPP. Security. Aber Moment, da muss ich jetzt nochmal kurz nachschauen. Ich bin gleich wieder da. So, hier bin ich wieder. Also, wir gehen auf Localhost slash Security slash XAMPP Security PHP. Wieso will das nicht? So, da ist das schon mal auf jeden Fall drin. Das wäre der Anfang. Aber wir haben noch einen kleinen Fehler. Und zwar Apache ist nicht gestartet. Apache ist nicht gestartet. Ich nehme an, wegen Skype. Starten wir noch mal. Wir die ganze Kack hier. Passt ja mal wieder, würde ich sagen. Ja, dann müsst ihr also wirklich aufpassen, dass Skype und so geschlossen ist. Jetzt ist Apache running. Und wir laden das. Schon mal unter Database auch kommt. Ist normal. Denn jetzt gehen wir. Na. Gehen wir hier rauf. So. Da müssen wir jetzt. Können wir. Da müssen wir jetzt das Root-Passwort für unsere MySQL Database eingeben. Und dieses Passwort werde ich jetzt hier einfach nicht sagen.
zack. Dann, Passwort braucht ihr da nicht speichern. Dann wird das Passwort schon mal geändert. Machen wir noch einen Verzeichnisschutz rein, also ein Punkt HTA-Access. Ein HTA-Access. Ach, keine Ahnung. Mein Englisch ist nichts sehr gut. Dann machen wir Benutzer oder User. Auch Root rein, Passwort. Es wird eh gelöscht, setze ich auch mal irgendeins hier. Jetzt nervt mich jemand wieder auf Facebook. So, es wurde erfolgreich gesichert und es ist nun geschützt. Also jetzt machen wir die Database rein. Dazu gehen wir auf localhost/phpMyAdmin. Ganz wichtig, das ist der wichtigste Pfad. Oder einer der wichtigsten Pfade in eurem Hotel. Der Benutzername war ja wie folgt root und halt das Passwort, ne? Jo, drin sind wir. So schnell jedet. Jetzt kommen wir zum Emulator. Der Emulator befindet sich auch noch bei den Downloads. Der ist hier. Legen wir uns also einen extra Ordner ein. Den nenne ich jetzt einfach Test Emu. Ne? Da ist er. Wie lange habe ich noch? Na, nicht mehr lange. So, und dann ziehen wir den ganzen Emulator noch geschwind da rein und im nächsten Video geht's weiter. Ciao, euer Alex.